das war die Überraschung meines Lebens. Ich habe natürlich als Kind schon gedacht, daran Priester zu werden. Ich komme aus einer Pfarre, die religiös sehr aktiv war, steirisches Bethlehem, sagt man von meiner Heimatpfarre St. Anna am Eigen in der Oststeiermark, weil von dort sehr viele Priester und Ordensleute herkommen. Ich bin der dritte Bischof aus dieser kleinen Pfarre und da war man natürlich sehr konfrontiert und mit Priestern. Man hat diese Primizen und die sind ja auf Heimaturlaub gekommen und so. Und da hatte ich schon als Kind, ich war glaube ich auch religiös sehr aufgeweckt, den Gedanken, Priester zu werden. Er hat sich aber bei mir verlaufen und als Jugendlicher, ich hatte dann Elektriker gelernt, Installateur, habe ich überhaupt den Glauben verloren. Tief in mir war er immer da, muss ich sagen, aber so rein oberflächlich war nicht mehr viel vorhanden. Ich erinnere mich an eine Frage, die ich einmal gefragt wurde auf der Straße, da war ich Lehrling, vielleicht so 17 Jahre alt, als wahrscheinlich ein Zeuge Jehova in Bad Rackersburg, das ist eine kleinere Stadt, mich gefragt hat, was ich von Gott denke. Da ist mir nichts eingefallen. Und ich hätte mit ihm gerne diskutiert über Gott, ist mir nichts eingefallen. Also dann hab ich meinen Weg zurückgefunden zum Glauben über das Bundesheer. Ich war UNO-Soldat auf Zypern und dort hat man viel Zeit. Mir ist eine Bibel in die Hand gefallen. Ich habe gelesen und da hat mich ein Wort sehr angesprochen. Sehr angesprochen. Das war dieses Wort Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. So ohne Gott leben ist auch für einen jungen Menschen, für mich, bei mir war es jedenfalls so nicht einfach. Und dieses Wort hat mich so tief getroffen, dass ich eigentlich nicht mehr weiterlesen konnte, weil eine heilsame Unruhe in mir ausgebrochen ist. Und da bin ich zu einem Priester gegangen. Die UNO-Soldaten hatten ja einen Militärpfarrer vor Ort und habe ihn gefragt, ob das stimmt, was da geschrieben steht. Er sagt, ja, das stimmt natürlich. Das stimmt. Meine zweite Frage war, was muss ich tun? Was muss ich tun? Und da hat er mir ein Wort gesagt, es gibt ja Worte, die man sich nicht selber sagen kann, die einem gesagt werden müssen. Da hat er mir gesagt, gib Gott in deinem Leben eine Chance. Mir ist das damals eigentlich sehr wenig vorgekommen. Ich muss Gott eine Chance geben in meinem Leben. Aber er hatte es mir gesagt, ich habe es getan und bin auf diese Beobachtungsstelle, wo ich stationiert war, wieder zurückgefahren. Ich hatte ja Dienst dort zu tun und habe so im Gebet gesagt, Gott, hier bin ich, ich gebe dir, das klingt fast ein bisschen gönnerhaft, ich gebe dir in meinem Leben wieder eine Chance. Ja. Und dann ist es losgegangen. Zum ersten wollte ich beten lernen, musste ich wieder beten lernen. Das ist mit dem Rosenkranz dann gegangen. Dann wollte ich, wie gespürt, ich hatte schon verschiedene Berufe hinter mir. Ich war Elektriker, wie gesagt, nicht sehr erfolgreich. Ich bin Hubstaplerfahrer gewesen, war Betonierer bei der, als die UNO-City gebaut worden ist in Wien. War auch einmal arbeitslos. Ich weiß, was das heißt, wenn ein junger Mensch zu Hause sitzt und keine Arbeit hat und dann eben Bundesheer, Berufssoldat und jetzt habe ich gespürt, das ist es auch nicht, was ich möchte, Soldat sein. Ich habe vieles gelernt von den Soldaten, ich möchte nichts Schlechtes sagen. Sie sind nicht die schlechtesten Christen, gewiss nicht, aber ich fühlte nicht meine Berufung zum Soldat sein. Und da ist es mir wie ein Gedanke durch meinen Kopf, nicht von mir gedacht, nicht von mir erzeugt, also werde Priester. Und da die erste Reaktion war unmöglich, das kann ich nicht, das will ich auch nicht. Ich war kein guter Schüler, ich hatte keine Matur, ich war schon 23 Jahre alt. Und da ist in mir wirklich ein Kampf losgegangen, ein Ringen hin und her. Zum einen dieses Wort, Gott eine Chance geben, vielleicht ist es das Priester werden, ja. Und zum anderen, in mir hat alles eigentlich dagegen gesprochen. Ich wollte auch heiraten, ich war zwar in keiner Beziehung, habe nie in einer Beziehung gelebt, aber doch auch Freundinnen und so. Ja, und
das Priester und Studieren, das ist überhaupt außerhalb meiner Vorstellungen gewesen. Und da habe ich ein Jahr lang gerungen und bin dann auch in meinem Urlaub, man hat ja als UNO-Soldat Urlaub, ins Heilige Land gepilgert, mit der Bibel in der Hand von einer heiligen Stadt zur anderen und gebetet. Und da habe ich einmal so ein leises Ja gesagt, wie gesagt, Gott, wenn du das unbedingt willst, dann tue ich es halt. Und dann hat sich das umgedreht. Dann wollte ich Priester werden und habe gedacht, ich darf das nicht mehr. Für mich ist der Zug abgefahren. Man neigt in solchen Situationen auch zum Übertreiben. Ich habe gemeint, ich habe schon alles falsch gemacht und das Priester muss man alles richtig machen von Anfang an. Und das konnte ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dann bin ich mit der Bibel in der Hand im Heiligen Land unterwegs gewesen, allein. Wir waren ursprünglich zu zweit gefahren, am Strand gelegen, da bin ich gleich einmal weg und bin von einer heiligen Stadt zur anderen, wie gesagt, und habe immer gebetet und gelesen in der Heiligen Schrift, weil mir einmal das Wort Gottes in der Heiligen Schrift so angesprochen hat, meinte ich, dass wieder mal so etwas kommt, dass ich genau erfahren darf und zugesprochen wird, ob ich Priester werden darf. Ja. Und in Nazareth ein besonderes Ereignis gewesen, da habe ich inbrünstig gebetet, dort wo die Grotte ist, wo die Mutter Gottes ihre Berufung, einzigartige Berufung Gottes, Sohn in diese Welt hineinzugebären, erfahren hat. Dort habe ich kniend gebetet und dann kommt ein Franziskaner und hat mich hinausgeworfen. Ja, ich wusste gar nicht so recht, was war falsch. Ich habe dann draußen bemerkt, dass eine riesengroße Tafel mit einer kurzen Hose draufgezeichnet, rot durchgestrichen. Dann bin ich draufgekommen, ja, wahrscheinlich habe ich das falsch gemacht und darum wurde ich verwiesen aus der Kirche. Ich habe nie einen Zorn oder einen Ärger über diesen Franziskaner, ich bin einer geworden, gehabt. Aber ich meinte auch, das gehört alles dazu, das muss man alles beisammen lassen. Ja, wie habe ich mich dann entschlossen? Ich kann mich erinnern, ich bin dann vom Heiligen Land weg, wirklich traurig, etwas enttäuscht. Ich meinte, dort werde ich es finden. Die Sicherheit habe ich nicht gefunden dort. Sondern als ich einem Priester gegenüber gesessen bin, das war damals der Regens vom Priesterseminar in Graz, dem ich meine Not geoffenbart habe. Franziskus, der Heilige, sagte einmal, Brüder sollen ihre Not offenbaren. Und habe ihm gesagt, ich möchte gerne, aber es spricht so viel dagegen. Ja und nein, das hält sich fast die Waage. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt darf noch. Und mit dem konnte ich dann sehr lange reden und der hat mir vieles gesagt, was es so an Motiven, Priester zu werden, gibt. Und er hat mir gesagt, das ist nicht genug, das ist nicht genug. Und zum Schluss hat er wieder ein Wort gesagt, das bei mir auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Nämlich er sagte, aber im Vertrauen auf Gott, der das Anfangen schenkt, und der auch die Vollendung schenken wird, sollst du es wagen. Und auf dieses Wort hin habe ich den Weg begonnen, das Gymnasium nachgeholt, Noviziat studiert und bin Priester geworden. Eine Entscheidung in meinem Leben, die ich nie bereut habe.